Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Videoart, die ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und zwar Gambling. Das auch immer im Hinterkopf behalten, wenn ich hier irgendwelche Sachen... Die Betreiber der Seite Zero Skins haben sich bei mir gemeldet und angefragt, ob ich nicht so eine kleine Vorstellung machen könnte, denn sie wollen ganz frisch, seit, ich glaube, einem oder zwei Monaten sind sie dran, den europäischen Markt und auch den amerikanischen Markt bezirzen, beziehungsweise eben auch einfach dort vordringen und ihre Seite eben publik machen. Und dazu stelle ich euch jetzt hier für den deutschen Raum die ganze Geschichte vor. Da das hier eine Vorstellung ist, werde ich jetzt einiges über die Seite erstmal erzählen und dann wird fett reingegambelt. Ich werde euch alles unten auch verlinken mit den Seiten, dass ihr da schön hin und her springen könnt. Also, die Seite nennt sich wie gesagt Zero Skins Try Your Luck. Ich hoffe, Zero Skins trifft auf mich nicht zu, weil ich würde schon gern was gewinnen. Aber ihr kennt ja mein Glück. Also ich bin gerade beim Gambling, wenn wir mal Cases öffnen, eigentlich immer sehr unlucky. Mal gucken, ob das heute anders ist. Zuallererst will man natürlich wissen, wie man sich hier auf der Seite anmelden kann. Das ist ganz einfach und muss nicht über Steam erfolgen, sondern man kann es einfach mit einer E-Mail machen. Ich logge mich mal kurz aus, und zwar hier unten, und logge mich jetzt wieder ein, Login. Dann kommt ihr zu diesem Fenster und hier sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Erstens, ihr müsst euch nicht mit eurem Mobiltelefon anmelden, sondern könnt das mit eurer E-Mail machen, was ich halt ultra gut finde, auch viel besser als eine Steam-Anmeldung. Und es ist ganz wichtig, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid, denn das ist ein Gamble, Leute. Also wer nicht 18 ist, gambelt nicht mit. Wer nicht 18 ist, guckt sich bitte auch nicht den Gambling-Part an. Ihr könnt euch gerne von mir anhören, wie man sich hier umguckt. Aber Leute, man kann echt schnell süchtig werden. Also gebt Acht. Und ich baller auch noch einen Link zur Suchtberatung unten in die Beschreibung. Ja. So, also ich melde mich jetzt hier an. Ich werde meine Daten jetzt nicht zeigen. So, und bin jetzt eben angemeldet. Hier oben sieht man dann sein Profil. Man kann sich hier durchklicken. Das mache ich dann aber alles gleich. Ich habe jetzt für heute 565 Coins sogar am Start. Also um die 565 Dollar. Eigentlich habe ich nur mit 50 gerechnet. Aber jetzt habe ich nochmal einen kleinen Bonus bekommen, dass ich eben hier auch so richtig... Was heißt klein? Einen Riesenbonus bekommen, dass ich hier auch so richtig reinnudeln kann. Dann kommt natürlich direkt der nächste Schritt. Wie kriege ich hier Geld drauf? Es ist ziemlich einfach und so wie bei anderen Seiten eben auch machbar. Man geht hier auf Deposit und kann hier entweder seine Münzchen eben einfach kaufen, also mit seinem Echtgeld von seinem Bankkonto die Münzen kaufen. Ihr könnt hier drüben auch einstellen, wenn ihr irgendeinen speziellen Betrag haben wollt, könnt ihr hier dann einstellen. Dann müsst ihr eine E-Mail-Adresse angeben. Da habe ich mitbekommen, dass Gmail-Adressen auf jeden Fall funktionieren. Andere werden wohl etwas buggy, aber das weiß ich nicht genau. Ihr könnt aber auch den Standardweg gehen, den ich euch dann auch wahrscheinlich empfehlen würde, weil ihr euch damit bestimmt auskennt. Und zwar könnt ihr einfach Item Deposit machen. Also ihr könnt über eure CSGO-Items eben über Shadowplay dann hier Geld einzahlen. Da müsst ihr nicht mit eurem Bankkonto rumhantieren und so weiter und so fort. Eine Sache ist aber wichtig, guckt bitte, dass ihr hier oben Germany drin stehen habt. Dass ihr halt auch alles richtig angegeben bekommt mit Euro und so weiter und so fort. Und ja, natürlich habe ich auch einen Promocode und auch einen Promo-Link bekommen. Der Link ist auch in der Videobeschreibung, ist ja klar. Wenn ihr den Code benutzen wollt, dann müsst ihr hier links auf Giveaways klicken und dann könnt ihr hier oben meinen Promocode eingeben. Und darüber hinaus könnt ihr, wenn ihr hier auf Stream Room drückt, seht ihr hier unter diesem Streamer-Channel, unter anderem auch dadurch, meinen Raum. Und da ist ein spezielles Giveaway drin. Extra für uns von Zero Skins. Diesem Raum könnt ihr dann einfach joinen und da eben ein Lucky Item rausziehen und ein Total Value von 49,65 Credits absnacken. Also 49 Dollar ungefähr. Hier ist somit also direkt ein Giveaway mit dabei von der Seite selbst, was natürlich sehr edel ist. So, gehen wir mal zurück zum Anfang. Das hier ist der Anfangspunkt der Seite. Wenn ihr euch eingeloggt habt, dann seht ihr eben die ganzen Cases schon mit den einzelnen Werten, was sie eben kosten, wenn man da drehen möchte. Da gibt es kleinere wie auch größere und eben richtig fette Cases. Die haben auch immer wieder gewisse Überschriften, wie halt hier High Tier, 50% Chance Cases oder Oversea Zone, Silver Elite Master. Das gucken wir uns alles an. Ich möchte aber noch geschwind die Seite eben erklären. Also, Deposit hatten wir eben schon. Es gibt dann darüber hinaus eine App, die ihr euch ziehen könnt. Und dort sprechen sie hier über weitere kostenlose Items von Aktivitäten, die man sich hier holen kann. Entweder muss man dann wirklich was machen, irgendwie so eine Survey oder sowas, das gucken wir uns gleich noch an. Oder ja, vielleicht kriegt man noch einen Aktivitätsbonus oder sonstiges. Ja, also diese App habe ich nicht runtergeladen, kann man aber machen. Wem es beliebt. Darauf folgt hier oben das Benefit Center. Das ist übrigens auch offen, wenn man die Seite öffnet. Das ist zuerst offen, wenn ihr euch eingeloggt habt. Und ich nehme an, dass die App auch ungefähr so aussieht. Also einfach mit allen Infos. Hier sind die Events, die aktuell stattfinden, in die man sich reinsetzen kann und mitmachen kann. Dann gibt es hier ein Task Center. Und hier sind, so wie ich es eben auch schon kurz angekündigt habe, diese Tasks, die man erfüllen kann. Und dann bekommt man Münzchen. Also zum Beispiel Open 10 Cases und dann kriegt man dafür was. Hier rechts sehe ich meine Recommended Tasks, die kann ich eben erfüllen und dann dafür auch wieder weitere Münzen erhalten. Also kostenlos, wenn man sich die Task wegdenkt.
Hier sind dann noch Giveaways drin, die aktuell laufen, denen man sich anschließen kann mit einem Preispool von 4.600 und 4.200 Dollar. Also man kann ja eigentlich ein Dollarzeichen hinten dran setzen. Red Packet, ah ja, okay, hier kann man dann eben Gutscheincodes eingeben, wenn man auf Facebook followt und andere Dinge macht. Kann man hier alles machen. Und hier sieht man dann eben sein Level, also den Progress, den du hast. Ich bin jetzt schon so weit, weil ich halt Geld bekommen habe von der Seite. So viel zum Benefit Center. Hier ist der Backpack, da ist dann eben alles drin, was wir heute hoffentlich gewinnen oder erspielen. Hier ist der Item Store, da kann man sich dann eben direkt Skins aussuchen. Also ich könnte jetzt auch einfach, wenn ich ein fauler Sack wäre, ein Classic Knife Fate anklicken und das holen von den Münzen und dann hätte ich es dann fertig. Das mache ich aber nicht. Aber so könnt ihr eure Münzen eben auch einsetzen. Es ist also auch, wenn man das mit diesen Tasks zusammennimmt, eine Seite, auf der man sich mitunter eben auch ohne Geld zu zahlen Skins holen kann, wenn es eben so günstig wie möglich wird. Ja, guck mal da, das sind welche für 2 Dollar. Also wenn du irgendeinen Task machst oder ein paar Tasks und dann halt deine 7 Dollar hast, kannst du dir eine Royal Paladin holen und hast praktisch gar kein Geld hier reingepfeffert. Wie ihr sicherlich schon gesehen habt, gibt es auch einen Dota 2 Store, also es gibt generell auch eben Dota 2 Items. Gut, also zurück zu CSGO. Wir gehen jetzt auch weiter zu den CSGO Cases. Das hier ist dann auch eben wieder die Mainpage. Hier fängt man dann an. Hier wird dann gleich gegambelt. Verzeiht mir bitte diese ganze Laberei. Es ist wie gesagt halt eine Seitenvorstellung. Es ist wie bei anderen Partnerschaften auch. Erstmal alles zeigen und bei zukünftigen Videos, wenn sie denn folgen, können wir das abkürzen und halt direkt reinballern. Das hängt halt dann natürlich von meinen Auftraggebern ab, ob es ihnen gefallen hat. Natürlich auch von mir, aber ich bin bis jetzt echt zufrieden, auch mit dem allem, was wir halt davor besprochen haben und natürlich von euch. Gefällt euch das? Und legt da bitte das große Augenmerk aufs Gambling, nicht auf das Gelaber jetzt. Gefällt euch das? Und sagt ihr, ja, ist ganz lustig, wenn du da mal einmal im Monat oder einmal die Woche oder einmal alle x Zeit ein bisschen was aufmachst und es auch behalten kannst und sowas und uns dann... Ja, oder sagt ihr, papalapap, das gefällt mir gar nicht. Hier kommen wir dann, wie gesagt, gleich dazu. Es gibt dann hier noch die Lucky Items. Und das funktioniert wie folgt. Also wenn wir zum Beispiel diese Dragonfire haben, dann klicke ich da drauf und kann mich hier, also ihr habt eben gesehen, hoffentlich, wie viel die wert ist. Die ist 9 Coins wert, 9 Dollar wert. Und ich kann jetzt hier halt auf Lucky Value gehen und 25% reincashen, 2,25 Dollar wären das dann. Dann klicke ich hier drauf und dann habe ich halt die 25%ige Chance, dass das Teil kommt oder irgendwas Kötteliges. Die kann ich auch hochdrehen bis auf 75%. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann recht hoch, dass es kommt, aber es muss nicht sein. Ich zahle aber dann auch schon 6,75 Dollar, bedenkt aber, dass die 9 Dollar wert ist. Also wenn das dann klappt, hast du halt einen kleinen Gewinn gemacht. So, ja. Die Secret Exploration, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich gehe jetzt mal nicht auf die hier. Holy shit, was ist da drin? Okay, da ist eine Dragonlore drin. Ich gehe jetzt mal, ich werde es ja eh erstmal nicht machen, aber wir gehen mal auf die Knives. So wie ich es verstanden habe, gibt es hier einen Progress, den du selbst vorantreibst. Und zwar eben mit diesen 5 Items. Die kannst du einzeln anklicken, das machen wir später noch. Oder ich klicke hier drauf, dann wird für 12,50 Dollar einfach alles kurz geöffnet. Das sind auch einfach wie Cases, die geöffnet werden. Das hier kann dabei herauskommen. Und wenn dann alles voll ist, kriegst du wohl einen ultimativen Ding oder so. Das weiß ich nicht genau. Aber hier baut man Stück für Stück diese Teile auf. Gucken wir uns alles an. Also das werde ich machen. Ja, bei den Giveaways waren wir ja eben hier oben. Einen Code eingeben, wisst ihr Bescheid. Dota 2 Cases. Sieht eigentlich genauso aus wie die CSGO-Abteilung, nur halt mit Dota 2 Cases und es ist weniger. So, und dann gibt es hier links noch den Lucky Rank. Hier kann man was machen? Ach so, natürlich, ja. Also du wirst halt gerankt auf der Seite nach deiner Aktivität, nach den Ausgaben, Einnahmen, wie auch immer. Und kriegst dann halt nochmal speziell was obendrauf. Es ist theoretisch nochmal so wie ein extra Giveaway, würde ich es zumindest betiteln. Und wenn du halt auf Platz Nummer X stehst, kriegst du halt dann noch was drauf. Ne? Hier oben siehst du es ja, eine Haul. Kriegt der Erste, der Zweite, der Dritte kriegt dann der anderen schon Bumble. Also es ist, nochmal so ein extra Ding. So, Lulle, also, geh mal zurück zu CSGO Cases und dann ballern wir einfach mal rein. Ne? Hier oben rechts sehe ich jetzt gerade Get Free Case. Da drücke ich einfach mal drauf und das will ich haben. Eine kostenlose Case ist immer gut, oder? Ich gehe mal auf Open Now. Oh, ich mache sie schon auf. Es passiert schon. Ich höre keinen Ton. Ich weiß, dass die Seite eigentlich einen Ton hat, aber ich höre keinen. So. Ich habe jetzt diese Farmers erhalten. Die hat einen Value von 15 Cent. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das auf Recharge und Out drücke. Ich mach's einfach. Achso, da könnte ich dann jetzt reincashen oder was? Warte, ich gehe auf 1. Ich kann hier nichts eingeben. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier machen soll. Also, klar, rechargen, aber hier oben steht, dass ich... Kann ich hier eine Zahl eingeben? Naja, ich scheine hier irgendwie festzustecken. Vielleicht verstehe ich auch nicht genau, was man da jetzt machen muss. Aber egal, wir gehen jetzt ans Öffnen. Also hier ist das Newbie-Package. Guck mal rein. Mache ich natürlich, klar. Bin der Newbie.
Gut, ich würde sagen, wir holen uns mal die Desolate Space ganz locker ab. Man kann ja direkt einstellen, ob man halt mehrere Kisten aufmachen möchte. Und ja, wir machen 5 auf. Also, ich bitte euch. Ja, ich weiß, dass die Seite eigentlich Ton hat. Warum habe ich hier keinen? Eigentlich hörst du halt so ein Geraschel und es ist halt so slotmaschinenmäßig und yay. Wie viel habe ich bekommen? 1,28. Ah ja. Gut. Ich jetzt schwönke, dass auch dieses Ding Geräusche macht. Ich kann jetzt alles in mein Backpack machen oder halt zählen und dann wieder das Geld zurückbekommen. Ich mach's mal ins Backpackelchen und wir gucken rein. So, da ist es. Und jetzt könnte man hier trotzdem reinzählen? Ja, könnte man. Oder halt withdrawn, also an meinen Account senden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Sachen behalten soll. Ich werde die mal zählen. Achtung. Wir gucken oben auf meinen Kirsch. Yes. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen miese gemacht. Ja, so viel zum Newbie-Package. Hier ist eine Lucky Case Task. Die kann man einmal öffnen. Die hat ein Limit. Ich mach jetzt davon. Warte mal. Was ist eine Phobos oder die? Ihr könnt hier die Chancen einstellen. Und dann gucken, ja, wie die Chancen eben stehen. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen im Weg. Aber wie man hier sieht, ist es eine 50-50-Geschichte. 50% das Teil, könnte aber auch das werden. Mal schauen. Purple ist hier mit 0 angegeben, weil es keine Purple Skins gibt hier drin. Also deswegen 0. Und übrigens, hier drüben könnt ihr die Sprache einstellen. Also falls es bei euch, hoppala, aus irgendeinem Grund auf Chinesisch sein sollte, könnt ihr einfach auf Englisch umstellen. Komm, Hayabina, machen wir mal. Probieren wir mal hier. Ja, hier fehlt auf jeden Fall ein Ton. Ist es sonst ganz nett. Also so wie es halt aussieht. Die Machart ist... Ah! Schade. Yay! Warte, ist das Ding 2 wert? Habe ich nicht eben 2 bezahlt für die Kiste? Kein Verlust! Ich hau die mal raus. Achtung. Es waren 2 Dollar. Und die kosten nur 2 Dollar. Ach, deswegen kannst du die auch nur einmal am Tag aufmachen. Okay, wow. Also entweder kriegst du dein Geld zurück oder machst bloß. Das werden wir heute auf jeden Fall nicht aufmachen, das Ding. Holy shit, ich will mal ganz kurz reingucken. 208 Dollar. So. Also die goldenen Sachen 15%, die anderen 85%. Also das ist, ja. Ne? Also obwohl, guck mal, was die anderen sind. Also jetzt nichts Schlechtes, aber ich meine, du zahlst ja auch 200 Dollar dafür. Gut, wir gehen mal eins zurück. Dream Chasing Series, da werde ich auf jeden Fall mal reingehen, da sehe ich mich ganz fett. Die will ich jetzt zuallererst mal testen. Und dann hier unten noch Silver Elite Master, da ist sogar ein Knife drin, wow. High Tier, das sind jetzt High Tier Teile. Da gucken wir auch noch rein. Also ich will hier oben auf jeden Fall mal in die 50% Cases rein. Wir gehen hier ganz links hin und schauen mal kurz. Also man hat 50% Chance auf Gold. Und verwechsel das bitte nicht mit der Farbvergabe bei CSGO. Da ist Gold halt Knife und so weiter. Aber hier kann, also das ist eine eigene Farbgebung. Dass du unterscheiden kannst, wie viel Chance du bei was hast. Also, dann mache ich hier einfach mal 3 auf. Alle guten Dinge sind 3. Ich habe wie gesagt 50% Chance, dass was Gutes bei rumkommt. Wir gucken mal rein. So, Lele. Komm, mach. Ich weiß nicht, ob ich hier Ton dann einspielen soll selbst, dass es für euch so ein bisschen fancier ist. Da habe ich aber Glück gehabt. 48 Cent. Ich zähle das mal und mache euch jetzt übrigens noch eine Kleinigkeit zu und auf. Erstens mal, das hier rechts mache ich uns mal zu. Also ich klicke mal kurz hier drauf, da kommt man zum Benefit Center, war irgendwie klar. Hier kann man eine E-Mail schreiben, hier kommt man auf ihren Facebook-Account, hier kann man seine Trade-Sachen einstellen und hier kommt man zur App. So, man kann die Animation skippen. Das mache ich jetzt hier mal in dem Fall, dann sparen wir einfach Zeit. Und ich mache nur 2 auf, weil ich ein Geizhals bin. Los geht's. Und... Ich habe gerade wieder vergessen, wie viel wir ausgegeben haben. Sicherlich haben wir insgesamt jetzt nicht so, aber guck mal. Also wir haben einmal Gold gezogen. Die behalte ich. Ich gehe in mein Backpack und mach die mal weg, die Groundwater, weil ich glaube, die gefällt euch nicht so. Wir machen mal die Agent Case auf. Da kann man den Kondomkopf machen. Das ist der wichtigste eigentlich. Also wenn ich den nochmal bekomme, dann ist wirklich beste Lebe draußen. Hier ist übrigens, Achtung, pass auf, 40%, 10% und 50%. Weiß ich jetzt nicht, ob man das dann, würde ich das in 50% Case Ding ins Kirchens reinmachen? Ich meine, du hast halt die beiden combined, 50 und hier halt, ne, aber... Warte mal, was ist denn das hier oben? Ah, du kannst hier direkt in die anderen umschalten. Ich kann also, wenn ich will, ne, wenn ich es günstiger haben will, kann ich auf die 10%ige Chance gehen. Und dann kostet es nur 68 Cent. Wisst ihr was, das mache ich jetzt mal. Auf, komm, Luck, be on point, please. Mach mir einfach mal jetzt so ein 10%iges Ding. Gold, ich drehe mich kurz um. Ich warte auf das Geklimper. Ich dachte, es wäre Gold. Weißt du, es wird einem gut verkauft. Wow, du hast was gewonnen. Kacke, aber du hast was gewonnen. Ich will nochmal.
Auf 10% ist für mich bei weitem ausreichend eigentlich. Bin ich mir sicher. Gut ist es nicht. Warte mal, wir nudeln uns hoch. Ich gehe auf 30%. Also wenn ich auf 30% jetzt nicht irgendwie die fesch aussehende Genossin hier bekomme, dann weiß ich auch nicht. Mir kann schon mal keiner vorwerfen, dass ich irgendwie hochgestellte Sachen habe oder so. Der gewinnt ja nur, klar, der wird ja bezahlt. Ach komm schon! Hättet ihr nicht mal meinen Lack hochstellen können? Ja gut, also bei 50%, oder? Man sagt sich das immer so, da muss es ja passieren, aber nein, muss es nicht. Es ist so ein bisschen wie bei uns im Stream mit der Gambelei. Übrigens Livestream jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Mit der Gambelei ist es 50-50. Bei 50-50 kannst du theoretisch ständig gewinnen oder ständig verlieren. Die Seite oder auch mein Bot merken sich ja nicht, dass du jetzt eben verloren hast, also müsste es jetzt ja gleich ein Gewinn werden, das gibt es nicht. Ich habe da so eine kleine Roulette-Story, die ich immer wieder erzähle, die erzähle ich jetzt hier nicht im Ganzen. Einfach nur ganz kurz, wir haben diese Verdopplungsmethode gemacht, Sperling und ich. Wenn du immer aufs Gleiche setzt und wenn du verlierst, halt verdoppelst, kommt ja irgendwann deine Farbe. Wenn du immer auf Rot gehst, muss ja irgendwann dann auch mal schwarz kommen, ne? Aber nein, bei uns war zumindest, ich glaube, 24, 25 Mal die Farbe, auf die wir nie gesetzt haben und wir haben immer verdoppelt und dann war unser Geld irgendwann weg. Also 50-50 ist kein Garant dafür, dass man halt was gewinnt, ne? Aber eine Kleinigkeit, also aus anderen habe ich ja vorhin auch immerhin einmal, muss ich doch zwei machen. Alle guten Dinge sind zwei, den Spruch kennt man. Los geht's. Komm, gib mir Gisela, bitte, 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 Gisela. Gisela, ich ziehe sie hoch. Das ist ein Trick, du musst sie einfach hochziehen. Hier rein oder hier rein. Ich mache sie in beide. Und es ist Da haben wir doch mal voll abgeräumt. Wisst ihr was? Ich zahle mir die mal aus oder hol mir die ins Backpack vielmehr. Und dann gehen wir einfach mal weiter zur nächsten 50% Käse. Man kann seinen Gewinn übrigens auch sharen. Auf Facebook oder so. Aber ich weiß nicht, wer sich noch auf Facebook rumtreibt. Wobei, gut, ich habe noch einen Facebook-Account, aber erstens, ich bin sau alt. Und zweitens, für den Mofa-Kram habe ich den nur noch. Also das ist kein privater Account. Das ist einfach nur einer, mit dem ich in so ein paar Mofa-Gruppen bin, weil auf Facebook gibt es echt krass spezialisierte Leute. So, wir holen uns jetzt mal so eine Blaze Case und gucken vielleicht auch mal noch, ich glaube, das habe ich eben gar nicht gesagt, hier oben drauf, denn hier sieht man halt die Gewinne, die so rumkommen. Das sieht stark nach mir aus. Hier drüben, ich weiß nicht, ob ich da wieder zurück kann. Ah doch, hier müsste irgendwo meiner, stopp. Da ist meiner, hier ist meiner. Und wenn du dann draufklickst, ich habe es eben gemacht, kommst du auch dahin, wo dieser Gewinn eingefahren wurde. Also hier zum Beispiel Monsieur mit dem Gesicht hat die Legion of Anubis geholt und zwar, also mit 415% übrigens, plus, und hat die hier rausgeholt, aus diesem Ding. Also wenn euch da irgendwas so anspricht und ihr sagt, wow, mal wieder eine Dragon Lore rausgegangen, sweet, dann kann man das praktisch versuchen nachzumachen. Aber es ist Glücksspiel, denkt dran, man kann sowas nicht nachmachen, ja. Entweder hast du Glück oder du hast es nicht. Wir gucken mal bei den Blaze-Sachen rein. Also ich hätte schon gerne so eine Berries and Cherries. Vor allem, wenn ich überlege, dass einige von euch, die haben zum Beispiel Cryfix und der ist damit total gut. Also wenn ich die hole, bin ich auch gut. Die anderen Sachen sind auch geil, klar, aber Ben & Jerry's muss es sein. Achtung, ich drehe mich nochmal um. Und wenn das Geräusch kommt, das etwas verzögert ist, ich weiß, dann bin ich da. Du denkst halt jedes Mal kurz, oh ja, Gold, weil es ist so goldig, aber nein. Komm, ich mache jetzt hier nochmal zwei. Also man muss sich schon mal zwei gönnen. Ich gucke es jetzt auch direkt an, um es zu zwingen halt. Eben hat es ja auch geholfen, ich muss es nehmen. Ihr müsst den Gewinn, den ihr haben wollt, nehmen, um irgendwas überhaupt zu gewinnen. Das ist ein ganz großer Trick. Leute, ja, immerhin ein Ding. Ich habe $10 gezahlt. Ja, und $7 bekommen. Business is booming. ja gut, die werde ich jetzt, glaube ich, auch erstmal noch sellen. Man muss ja nicht übertreiben, ne? So, jetzt haben wir hier noch eine Containment Breach Kiste mit grünen Sachen? Ah, ich dachte nur grünen Sachen. Schade. Da hätte ich richtig, richtig, richtig gerne zugeschlagen. Ich mache hier nur eine Kiste auf und so wie ich mich kenne, wenn ich meine Business is Booming Brille aufsetze, dann muss eigentlich der Gewinn kommen. Bin ich ziemlich sicher. Achtung. Jetzt seht ihr meine Augen nicht, aber es ist ja auch wichtig, denn es reicht nicht. Das Business ist nicht genug am Boom. Ich muss erweitern. Rauchen ist übrigens ungesund. Hört auf. Business ist für mich Business ist für mich wie ein guter Kaffee. Ich trinke ihn nicht. We need more business. So, jetzt aber. Business. Ich habe nichts finden können. Ich habe jetzt halt einfach einen Hut mitgebracht. Also, gönn doch einfach mal jetzt hier so eine kleine, aber feine Sache. Und wenn es nur lila ist. Ich bitte dich.
Habt ihr jemals gezweifelt? Trotzdem Minus gemacht. Ich muss auf was anderes setzen. Business boomt einfach nicht. $9 reingezahlt, $8.18 zurückbekommen. Ich mach's mal ins Backpackelchen. Ich kann ihn auch überlegen. So, und die letzte 50% Chance Case ist die Icarus Case. Ich werde hier auch einfach, weil ich Krösus bin, nicht zwei Kistelchen aufmachen. Und wir hoffen mal ganz fest, dass so eine ganz kleine, aber feine, ja, Icarus Fell rauskommt, oder? Warum nicht? Auf! Jetzt, zack ich. Komm. Mach hinne. Alter. Okay. Wir haben Plus gemacht. Leute, die behalte ich mal im Backpack. Für alle Fälle, weißt du Bescheid. Ja. Wir machen jetzt noch diese Case auf und gehen danach dann mal zu den Lucky Items. Wir gehen hier nur einmal rein. Ich bitte dich. Ich will wieder die Cranberries haben. Dankeschön. Los geht's. Na. Aber gut, wir haben auch nur 50% auf die... Obwohl, hey, 1 Euro. $1.09 meine ich. Das ist natürlich gar nicht, oder? Was habe ich? Ich habe 8 gezahlt. Puh. Komm, wir gehen auf Skip Animation und drücken noch einmal drauf. Auf, gib mir die News. Okay, ich sage mal so, Glückskind. Das ist jetzt natürlich schon ein schönes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist so viel wert, die Kobalt-Kartoffelwurst. Put in Backpack, aber hallo. So, wir gehen mal jetzt auf die Lucky Items. Also, ich habe es euch ja vorhin schon so kurz erklärt, ne, es ist so eine Lackerei eben, ne? Wir gehen auf die Gloves nicht. Was wäre das Kleinste bei den Gloves? 366, nee. 5%. Nee. Wir gehen kurz durch. Also es gibt auch hier High-Tier-Items mit einer Dragonlore, die Gun-Gear und so weiter und so fort. Also hier gibt es einiges oder halt alles zu snacken. Aber dafür legst du natürlich auch hin, ne? Überleg mal, wenn du... Ich könnte gerade so hier unten bei 5% mitmachen und wenn du zumindest auf 50% willst, dann zahlst du halt schon $3.692 und verlierst dann vielleicht. Ja, nee. Dann gibt es auch die Dagger. Das sind einfach Knives, oder? Hätte auch Knives dastehen können, nehme ich an. Dann sind hier drüben alle Gloves. Hier dann Rifles. Ja gut, da müssen wir eigentlich gar nicht durchgehen. Wir gucken noch bei der Collection drauf. Okay. Wir gehen mal auf was ganz, ganz, ganz Kleines, weil ich erstmal die 50 oder 60% testen möchte und danach dann, auf höhere Sachen. Und wenn ich von Testen spreche... der 9000%... Ich habe genau da oben einen Schlag im Bildschirm, da habe ich wie ein Loch... Hat er 9000% plus gemacht? Was hat er sich geholt? Er hat sich ein Lucky Item geholt. Er hat es hier gemacht. Alter! Ah, das ist eine Wildfire. Trotzdem 2000%. Ja, wenn ich hier was von Testen sage, dann ist natürlich nicht gemeint von wegen, hier muss es ja kommen. Denk dran, auch bei 75% kann es in die Hose gehen. Darf man nie vergessen. Ich mache einmal mit Animation, einmal ohne. Übrigens sehr nice, wie das hier gemacht ist. Gefällt mir. Auch wie das steigt und so. Schön. Wir gehen auf 50%. Wir gehen 51% rein. So. Also einmal das hier. Okay, das ist auch eine normale. Oh, hier ist Sound. Da ist der Sound. Damn, girl. Ich habe sogar noch ein Ding bekommen. Ich habe noch einen Sticker dazu bekommen. Also das Ding werde ich sellen. Aber das, die behalten wir auch mal, ja. Jetzt gehe ich einfach mal auf 5% und guck, wie es läuft, ne? Mhm. Ach, ich würde doch auf Skip Animation drücken. Kann ich es noch? Ich kann es nicht. Kann ich es rüberziehen? Nee. Mal gucken, was ich stattdessen bekomme. Ob's. Ah, okay, einfach irgendein Sticker. Ich skip mal die Animation. Ich gehe auf, Leute. Ich gönne uns schon mal 6%. Auf, was soll's. Los geht's. Und jetzt? Ah, du denkst echt kurz, Gold. Aber es ist halt dann doch nur gelb. Gut, jetzt gehen wir nochmal zu den Hot Items. Ist ja was dabei, was mir zusagt. Wir gehen mal auf die Dagger und gucken einfach nach dem günstigsten. Ah, du kannst das hier oben eingeben. Gibt's hier, da, 86 haben wir hier. Ich mach mal Max Amount 100. Wie sieht das dann aus? Ah, okay, dann hast du das so. Ja, das ist eine schöne Sortage. Also das machen wir jetzt mal. Wir geben uns selbst jetzt 25% und gucken, ob wir das Ding bekommen. Wisst ihr was? 26. Los geht's. Wollen wir die Animation skippen? Nee, hier gibt's ja endlich Ton. Hier ist ja endlich Ton dabei. Vielleicht ist der Ton auch einfach nur ausgestellt gewesen bei mir die ganze Zeit. Muss ich gleich mal gucken. Los geht's. Komm. Einfach mal nein. Schade. Das ging ins Höschen, aber wir haben einen High Beam bekommen für 48 Cent.
kann man sich schon wirklich beschweren. Wie ist es bei den Gloves? Gibt's hier, oh ja, da können wir richtig low gehen. Ich gebe uns jetzt einfach hier 30%. Ich meine, das ist ja dann schon eigentlich, das ist in Ordnung, oder? Bei 30% würde man sagen, kann man schon mal tryen. Und denkt hier bitte dran, dass ich habe das Geld ja von der Seite, ne? Ich baller hier kein eigenes Geld rein. Das auch immer im Hinterkopf behalten, wenn ich hier irgendwelche Sachen... Nice, sehr schön. Ja, die behalten wir natürlich. Also die haue ich weg, die Ventilatoren. Aber die Hydra Gloves, die werden's. Lucky Item. Nice, ist echt nice. Was ich eben auch sagen wollte, guckt halt echt mit eurem Geld, ne? Gambling generell, wenn ihr Geld übrig habt und sagt, ich hab Bock drauf, ne? Mir macht das Spaß und ich bin nicht süchtig und ich bin über 18 und so weiter und so fort und ich rauche nicht, ne? Dann kann man ja sagen, gut, dann mache ich das halt, ne? Aus Spaß einfach. Aber wenn das alles nicht auf euch zutrifft... Ja, Raucher dürfen nicht gambeln. Wenn das alles nicht auf euch zutrifft, dann lieber nicht. Dann, also zumindest nicht solche Beträge. Ne? Guckt, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Ultra wichtig. Sowas kann natürlich Spaß machen. Ja? Ich habe euch ja schon oft erzählt, dass Wally und ich auch gerne mal in ein Casino gehen. Vor Corona auf jeden Fall. Jetzt ist es ein bisschen dumm. Einfach nur für die Zeit dort. Da nehmen wir dann jeder 20 Euro mit. Und die sind dann später entweder weg oder wir haben mehr. Meistens sind sie eher weg. Und haben aber einfach Spaß dabei. Fertig. Da kriegt man kostenlos trinken, kostenlos essen, was ein Riesenbonus war vor Corona. Jetzt eher gerade nicht. Und wir haben einfach eine coole Zeit. Labern und das war's. Ne? Aber es ist halt durchkalkuliert. Von uns nimmt keiner mehr Geld in die Hand. Oder macht irgendeinen Schotter, hebt Geld ab oder sowas und kommt wieder zurück. Nee. Man hat die x Euro und wenn die weg sind, sind sie weg. Und wenn man sich von 20 Euro hochspielt auf 5.000 oder auf X, dann sollte man auch daran denken, das Geld auszucashen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Okay, wir gehen jetzt hier mit den 26% rein. Achtung, hier wird gebollert und zwar jetzt. Hat uns ja eben schon Glück gebracht eigentlich, die 26%. Ne? Na klar. Richtig, ich bin echt ein Lucky Boy irgendwie, kann das sein? Wenn man dann hier oben auf Backpack draufklickt, sieht man halt, wie es langsam mehr wird. Die Dinge, die wir behalten haben, sind dann hier drin. Ich kann, wie gesagt, dann auch am Ende auscashen. Ich kann aber nicht meinen gesamten Value einfach auscashen. Also ich habe natürlich eine Bezahlung am Start oder halt schon bekommen. Und wir wollten, wie gesagt, 50 Dollar eigentlich, also 50 Punkte mir geben. Jetzt habe ich aber 500 bekommen. Ich kann dann später für X Dollar auscashen. Also, so viel zu den Lucky Items. Ich denke, es ist klar geworden, wie das funktioniert. Das ist an sich ziemlich einfach, ne? Also, das System dahinter ist ziemlich einfach. Dann haben wir ja noch die Secret Exploration. Da haben wir uns vorhin ja schon kurz umgesehen. Oh, da hat sich jemand Daggers gesnackt. Oh, das ist doch gerade ein Fehler. Der kann doch nicht die 1000 Mal hier die Ding bekommen haben. Das ist ein Anzeigefehler. Vielleicht einmal. Wo hat er die gesnackt? Hier. Ah, ja. So, wir gehen jetzt hier mal in die Skeleton-Teile rein. Nur $1. Direct Upgrade to the next level, wenn man die bekommt. Das heißt, entweder mache ich die alle 5 auf und komme dann zum nächsten Level, so ist mein Verständnis, oder ich kriege zufällig hier die oder als zweites die und dann bin ich direkt im nächsten. Wir testen mal. Ich klicke hier einmal drauf, wir warten, was passiert, kostet $1. So, jetzt habe ich das Ding bekommen. Jetzt, die haue ich direkt wieder weg, ne? Ah, ich mache mal alle 5 auf. Ich will gucken, ob ich dann rüberkomme oder ob es immer die hier sein muss. Ich mache alle 5 auf. Alter Falter, $9.11. Ich exchange die mal, was jetzt passiert. Habe ich jetzt das nächste? Achso, ich bin nicht auf dem Level. Ich kann auch hier das nicht öffnen, ne? Ich kann nur reingucken. Ja, ist nicht mein Level. Also ich muss erst aufleveln. Ich mache nochmal kurz alle 5 auf. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind im nächsten Level. Ich drücke das jetzt, Achtung. Jetzt bin ich im nächsten. Ah, ja, okay. Nice. Wir machen nochmal 5 auf und gucken rein. Schade, dass hier kein Ton ist. Warte, kann ich hier irgendwo... Alter. Leute, da greife ich doch gerne zu. Warte mal, ich habe jetzt eben $5 ausgegeben und 135, also 106. Ich drücke mal auf Put. Achtung, wartet mal. Das ist hier drin. Das ist echt hier drin, ne? Das ist wirklich krass. Ich hau übrigens mal kurz den kleinen Gruschel hier weg, ne? Ich weiß nicht, warum habe ich den nicht weggehauen? Habe ich einfach alles behalten? Also diese Secret Exploration wirkt irgendwie wie... Easy Peasy Lemon Squeezy, oder? Es speichert jetzt auch meinen Progress ab. Ich frage mich jetzt gerade, ob auch der Progress der anderen so weit voran... Also, habe ich jetzt die anderen auch so weit gebracht oder müssen die sich selbst hochnudeln? Hier ist der Latest Price. Ah, das sind meine Latest Prices? Oder? Weil so eine AWP habe ich die Obwohl. Nee, das sind meine, ne? Also, einmal will ich noch. Gut, vorhin habe ich ja auch Crap bekommen. Also,
Ja, okay. Okay. Ich habe wohl einfach schweiniges Glück gehabt. Aber guck mal, ich bin jetzt fast wieder zu null raus. Also ich mache zumindest jetzt noch mal kurz und gucke, ob ich auf Level 2 komme. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist natürlich... Ah ja, guck mal. Und was mir gerade in den Sinn kommt, weil mir das mit dem Knife so wahnsinnig vorkam, dass du ja auch hier im ersten Bereich, hier drüben... Ah, du hast auch ein Knife drin. Nee, halt, ich kann gar nicht zurück. Ich glaube, im ersten war gar kein Knife drin. Also das heißt, du musst doch erstmal ein paar Mal Geld ausgeben, bis du da hinkommst, wo dann vielleicht die ganz fetten Sachen sind. Darf man nicht vergessen. Ich mach noch einmal, das macht irgendwie voll Fun. Schon wieder fast gleich raus? Warte mal, ich will... Ich lass mir kurz die Chancen anzeigen. Ah, okay, 40% auf die Roten. Einmal noch, ein einziges Mal noch. Schade. Gut, ich baller alles weg und sag mal so viel dazu, oder? Secret Exploration ist somit, denke ich, ganz gut erklärt. Wir gehen mal kurz hier rein und schauen, was... Ja gut, das ist natürlich absolut insane. Hier, der Progress wird übrigens auch resettet. Da oben sieht man den Punkt, ab wann euer Fortschritt dann weg ist. Also wenn ihr bei sowas durchfighten wollt, müsst ihr gucken, dass er dran bleibt. Wir gehen mal noch auf die ganz kleinen Dinge und gucken, dass wir hier zumindest... Ich kann durchgucken, ne? Warte, kann ich durchgucken? Ja, ein bisschen ändern sich die Skins. Wir gehen ja immer rein. $3,85 kostet. Wir gehen raus mit $3,64 und können aber direkt hoch zum nächsten. Jetzt kriege ich aber dann das Geld nicht zurück, ne? Oh, warte mal. Lass mal kurz testen. Kann ich hier draufklicken? Ah ja. Deswegen habe ich so viel Schotter auch bei mir eben drin gehabt. Ich brauche nur das hier, um zum nächsten Level zu kommen. Also ich kann die hier auch verkaufen und kann trotzdem noch ins nächste Level, ja. Okay, alles gut. Dann gehen wir nochmal rein. Das war jetzt ja eben ultra lucky, dass da direkt alles kam. Alles klar. Luck ist vorbei, oder doch nicht? Doch ist es. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich hier auf Change New Badge drücke, ob ich dann vorne wieder anfange. Nee, ich krieg irgendwie... Ach so, falls ich hier drin rumgeklickt habe, einzeln. Weißt du, falls ich das so durchklick... gut, man kann es so gar nicht durchklicken. Es muss erst aufploppen. Hier fehlt mir auf jeden Fall der Sound. Ich will mal noch hier rein. Okay, pass auf, hier machen wir jetzt einmal den Hardcore-Move und machen alle fünf auf, was wahrscheinlich ein krasser Genickbruch wird. Aber wir machen es einfach mal. Krass, da ist eine Oni Taiji mit am Start. Achtung, ich drehe mich kurz um, weil ich habe so ein bisschen natürlich die Hoffnung, dass was Dickes rauskommt, aber wer weiß, los geht's. Achso, ich höre nichts. Ich hupe jetzt einfach los. Wie viel habe ich ausgegeben? Ich glaube mehr, ne? 38 oder sowas. Das exchange ich mal wieder. So. Gut, aber wir haben eben kaum Verlust gemacht. Kann man schon nochmal reingehen, auf, komm. Oh, warte. Schon wieder nicht so viel Verlust. Also, wir verlieren hier fast jedes Mal irgendwie 10 oder sowas, aber das ging ja fast. Bedenkt hier bitte, ich habe das Geld bekommen, um das hier zu machen. Mit meinem Geld würde ich nicht so rumspringen. Okay, jetzt sind wir aber weit entfernt von Gut und Böse. Da bleiben wir mal weg. Unser Money fällt auch. Wir gehen. Was gab's noch hier bei Secret Exploration? Die Terrorists. Und natürlich die Knives. Gut, wir haben ja vorhin schon Knife gezogen. Was bin ich eigentlich so gierig? Wir haben einmal Handschuhe, einmal Knife. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Wir gehen trotzdem nochmal hier. Das machen wir mal auf. Oh, uff. Einfach mal 12,50 in den Wind geblasen. Komm, nochmal. Okay. Die werde ich auch mal behalten. Man kann ja übrigens, wenn man schauen möchte, ob man halt im Plus oder im Minus ist, hier alles selektieren, dann unten gucken. Also wir haben jetzt hier bei uns in diesem Inventory $286 an Skins liegen. Und ich muss sagen, diese Secret Exploration hat es mir ein bisschen angetan. Irgendwie ist das, ich weiß nicht warum, es hat ja noch nicht mal Sound, aber irgendwie ist das was für mich. Ich mache jetzt noch einmal, weil da halt ein Knife kam vorhin. Ne? Ich glaube, das hat mich richtig, richtig genudelt. Ich versuche es jetzt noch dieses Mal. Alter, wirklich nicht schlecht, oder? Wie viel haben wir gezahlt? Viel weniger, ne? Ja, 12,50 zahlen wir jedes Mal. Komm, jetzt kommt der Aufstieg zum nächsten Level. Auf! Oder auch nicht. Ja, und das hier ist jetzt hier was? Was ist hier jetzt? Ah, okay. Komm, da kann man auch mal reingehen. Einmal zumindest. Einmal gehen wir rein. Habe ich 17,50 bezahlt und ich habe 17,18 zurückbekommen? Ja gut, einmal ist keinmal, ne? Also dann müssen wir schon noch mal rein. Oh, aua. Gehen wir mal lieber von hier weg. Wir gehen nochmal zurück zu den Standard-Cases und werden dann hier, denke ich, auch jetzt einfach den Rest des Videos verbringen. $77, das ist schon echt ein Haufen Holz. Aber die würde ich gerne später einmal aufmachen. Genau, hier, da wollte ich eh noch reinschauen. Die ist auf $5,20 runtergesetzt, diese Kiste, und ist gerade als Hot drin. Da machen wir auf jeden Fall mal zwei auf und gucken rein. Die Chancen stehen hier 1% für Gold nur. 9% für die anderen und 90% für
nicht so gutes Zeug. Also so wie, ja, wie ich meinen Lack kenne, ist es klar, was dabei rumkommt. So, Lille. Jetzt mache ich nochmal eine auf und stelle die Skip-Animation, die Animation aus und skippe sie. Denn dann haben wir eigentlich immer Lack. Jetzt machen wir die Faded Serious Case auch nochmal. Oh ja, das ist jetzt überhaupt nicht so. Aber hier, 1% Chance, das goldene Zeug zu bekommen, 9% Chance, das jetzt zu bekommen. Wir machen erst wieder zwei auf, mit Animation. Warum ist da kein Sound? Plus gemacht, nicht. Lucky Bucky, Skip Animation und hier kommt der Win. Na, oder auch nicht. Aber warte, vielleicht muss ich ja drei aufmachen, damit der Win kommt bei Skip Animation. Kann ja sein. Kann ja sein. Gut, ich lag falsch. Hier ist noch eine Glove Knife Case. Was ist da alles drin? Wie sind die Chancen? 15% auf Gold. Und 85% auf den anderen Schotter. Wobei, die Angry Mob und auch die... Ich meine, gut, für den Preis... $15 dann für eine Angry Mob oder eine See You Later. Schon heftig. Oder halt auch für eine Torque. Aber trotzdem sind das immerhin schöne Ersatzskins und besser als diese Tech-9 Groundwater oder was es die ganze Zeit ist. Ich mach mal direkt unseren Lucky-Zug, weil a Knife sofort ist immer gut. Wir müssen hier raus. Schnell in eine andere Kiste rein. Uff. Ich darf die eine nicht vergessen. Die hier. 77 brauche ich dafür am Ende dann noch, ne? Boah, soll ich drei Kisten aufmachen? Das fühlt sich echt... Also etwas arg fett an irgendwie. Wir wagen es jetzt einfach. 23 haben wir gezahlt. 27 zurückbekommen. Ich verkaufe das. Mach bloß nicht den Fehler, den ich jetzt mache. Und gehe einfach wieder rein. Weil ich glaube, dass mir das Spiel, ich meine die Seite, da kann man noch was rausholen. Aus den 10% und 10% und 80%. Da kann man noch was rausholen. Oder auch nicht. Das tat weh. Das tat weh. Kurz und schmerzlos, Skip Animation 2,99 rein. Und mit wie viel gehen wir raus? Mit 70. Das ist schon wirklich schmackhaft. Die machen wir mal in den Backpack rein. Machen wir mal. Die behalten wir mal vorsichtshalber. Leute, zwei, ich habe die 2%ige Dinge. Bumm. Einfach mal bumm. Komm noch einmal. Also ich will eigentlich schon noch ein Knife haben. Ein Knife muss es schon noch sein. Knife? Gut, die Kiste will uns kein Knife geben. Schade, Schokolade. Also, Screaming Salamanders. Ja, so eine Fire Serpent, die kann schon was, ne? Die kann schon ihr Ding. Wir haben 3% Luck auf, oder Chance auf Gold und 97% Chance auf nichts Goldiges. Was kriege ich? Komm, noch einmal. Einmal noch. Ich habe echt ein glückliches Händchen irgendwie. Ich putte die auch mal ins Backpackelchen. Ich nehme jetzt schon eine Ewigkeit auf. Wir gucken, dass wir langsam zum Ende kommen. Ich will jetzt die $77 Case machen. Und wisst ihr was? Ich habe nicht genug Geld. 1%. Es gibt 1% Chance, hier was Goldiges rauszulacken. 9% ne? Und 90% den anderen Schotter. Pass auf. Achtung. Ich glaube, ich muss mich nochmal umdrehen. Damit ich selbst so richtig überrascht bin, wenn ich dann gucke. Ich muss mich umdrehen. Achtung. Da müssen wir schon noch mal rein und ich guck jetzt. Dann kriege ich halt sowas wie... eine Cortex. $10. Geil. Okay, warte. Wir haben noch 34. Wir haben noch 34. 32. Ich bin fokussiert. Gold. Ah. Weiter zum Gold. Ich hole uns jetzt wieder raus aus den Schulden. Schuldnerberatung, Roger Bublé am Apparat. Einfach mal, nehmt diesen Tipp bitte nicht ernst. Einfach mal gamblen und schon erstmal raus aus den Schulden. Achtung, Konzentration. Mist! Jetzt wird aber mal geballert. Ich brauche zum Ende hin nochmal so ein kleines Erfolgserlebnis. Sowas wie, hey, nimm dir doch einfach mal so eine Icarus Fell und dann, ja, oder eine Flashback. Oder halt eine, keine Ahnung. Boreal. Ja. Animation aus. Ich mache jetzt keinen Firlefanz. Ich mache jetzt ernst. Es ist jetzt hier wirklich ernst. 1,33. Mir ist nach wie vor ernst. Bam! Oh, shit! Oh. Eile, komm, wir müssen raus. Raus aus Schulden. Oh. Tja, Leute, das
war es aber wieder komplett. Wir sind mit 565 gestartet und haben uns runtergewirtschaftet auf 447. Es geht eigentlich. Ich mache jetzt für mich hier sowieso einen kurzen Cut, weil ich das jetzt erstmal an die Partner schicke. Sie schauen sich's an, gucken, ob alles passt. Und dann kann ich auch was auscashen. Das zeige ich euch dann auch noch. Das kommt hier jetzt gleich hinten dran. Ja, das kommt dann gleich. Und da ist er wieder weg, meine Damen und Herren. Das Video wurde angenommen und ich kann euch jetzt die Auszahlung zeigen. Dafür müsst ihr aber natürlich im Vorfeld noch euren Trade-Link einstellen in eurem Profil. Also den Trade-Link, an den eben die Skins gehen sollen. Ich habe in dem Fall meinen dritten Account genommen, also Gustl, denn der ist ja auch zum Traden da, dieser Account. Und natürlich gibt es die Sachen dann auch auf Twitch in den Giveaways. Ist ja logisch. Ich weiß jetzt nicht genau, was euch lieber wäre. Lieber eine große Sache oder halt diverse kleine. Ich wähle jetzt einfach, ich stelle was zusammen. Ich nehme jetzt ein paar kleine, da können wir direkt gucken, wie gut es geht mit mehreren Dingen in einem Trade. Wir nehmen die Hyper Bees, die Cortex. Dann nehmen wir noch, das Let's Base hat mir gerade letztens, die nehmen wir auch noch mit rein. Die Wasteland Princess machen wir rein. Und die Nightmare haben wir schon länger nicht mehr im Giveaway gehabt. Ja, und dann vielleicht die Let's Base. Somit haben wir dann jetzt 6 Dinge hier drin. Und wenn ich jetzt hier auf Withdraw gehe, sollten eigentlich dann diese Sachen an meinen Account geschickt werden. So, jetzt gucken wir mal. Ah, hier unten rechts ging jetzt eben dieses Fenster auf. Das sind dann wohl... Das sind Bots, die mir dann die Sachen schicken. Wir gucken jetzt direkt mal. Trade has been created. Please check on Steam. Dann gehe ich mal rüber. Ich aktualisiere... Oh, oder? Da kommen sie schon rein. Ich weiß, ich habe hier einen kleinen Cut drin, weil ich jedes Mal das hier mache und dann wieder rübergehe und euch den Fullscreen wieder anmache. Das habe ich jetzt eben rausgeschnippelt. Aber das ist ein anderer Trade. Das sind ja schon die Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben alles. Ich nehme die Sachen an. So, lala. Da haben wir einmal die Cortex. Des Weiteren haben wir eine, die M4 und eben den ganzen anderen Gedöns. Ich nehme jetzt mal geschwind alle an. Steam scheint heute auch schön durchzulaufen. Das ist nett. Denn beim letzten Mal, als ich Trades gemacht habe, also andere Trades, da habe ich dann die Giveaways rausgehauen an euch. Da waren die Steam-Trade-Server mal wieder down. Das hat dann richtig viel Spaß gemacht. Wenn es nicht geht, ne? Wenn Steam sagt, nee, wir können dir nichts schicken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist, ich dachte, das dauert vielleicht ein bisschen. Ich kenne das halt von anderen Seiten, dass auch mal Dinge vielleicht nicht direkt getradet werden können, sondern dann erst noch ein bisschen brauchen, bis sie wieder auf Lager sind. Aber das ist jetzt sofort durchgegangen. Da bin ich schon gespannt, wie der Trade nächstes Mal läuft. Da nehmen wir dann eine große Sache raus. Achso, ja, der Trade natürlich noch von Borg. Borg, vielen Dank für deinen Trade. Ja, also, hier sieht man's. Die Skins sind am Start. Die 2 gehören nicht zu dem Trade und die Graffitis ja eben auch nicht. Aber diese 6 Waffen hier sind von Zero Skins. Vielen Dank dafür. Diese Dinge werden dann sicherlich neue Besitzer finden, die sich sehr darüber freuen. Hat perfekt funktioniert. Ich kann das jetzt auf Hide All drücken, dann ist wieder weg. Okay, läuft, Leute. Achso, warte, ich drücke hier noch F5. Die Sachen müssten dann auch weg sein, ne? Oder werden die mir hier noch... Ah, nee, die sind weg. So, Dalle, jetzt noch kurz zum weiteren Vorgehen. Wenn euch diese Geschichte gefällt, also das Gambling, das Vorstellen ist jetzt ja fertig, dann hau ich noch ein Video raus. Also wir haben eigentlich auch schon fast ausgemacht, dass wir jetzt schon noch ein zweites Video hinterherkloppen. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen. Und da ist einfach pures Gambling. Und das heutige Video und das nächste Video könnt ihr euch angucken und sagen, hey, uns gefällt es, wie du das machst mit dem Gamble-Kram. Oder uns gefällt es eben nicht. Ja, und dann schaue ich mal. Für mich ist natürlich eine nice Sache, weil die Videos sehr einfach zu machen sind. Natürlich auch Spaß machen und eben auch so eine gewisse Spannung haben. Was kriegt man nicht und so. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Bewertungen und für die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder halt dann am Dienstag im Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.